Hoi, ihr Ländrinnen! Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gebracht, oder? Ja, oder? Willkommen zu Girls of Monkey Island 3. Auch Monkey Island, auch Monkey Island 3. Blablabla. Ja, ihr kennt den Witz. Okay. Ja, gut, wir sind immer noch in der Höhle von König André, der Schmugglerkönig mit den genialen Preisen und den genialen Filmreferenzen. Und, ach ja, stimmt. Ich habe ja in der Lernfolge, ich glaube, es muss die vorletzte gewesen sein, da habe ich ja mal geredet darüber, dass ich Quest for Glory, die 1 bis 5, es gab ja nur 5 Teile, auf meine GOG-Wunschliste gepackt habe. Übrigens, ich finde übrigens, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit mal zu, wie sagt man, zu, ach, wie heißt der Begriff dafür, was ich jetzt suche? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwelche Begriffe, die total simpel sind, aber irgendwie nicht rauskommen wollen? Ah, oder einfach so auf der Zunge liegen, wie man so schön sagt? Schöner Möglichkeit zu vergleichen, sagen wir mal so, genau. Weil, wenn man Steam hat und GOG, dann kann man nicht mehr schauen. Ah, dieses Classic PC-Gaming-Spiel. Ist hier gerade ein Angebot. Ich guck mal, Steam. Ah, 5,30 Euro. Und wie viel kostet es auf GOG? Oh, 5,15 Euro oder so. Na gut, ist jetzt nicht groß die Welt, aber ihr versteht, was ich meine. Wobei, es hat ja auch den Vorteil, auf Steam zu kaufen, weil, wenn es in GOG Connect mal auftaucht, das Spiel, wenn überhaupt, wenn die Publisher mal sagen, ja, okay, macht's mal, dann kann man es ja zum Glück doch auf GOG freischalten, dann hat man dann quasi noch eine Sicherheitskopie sozusagen, wenn man will, wenn mal Steam eventuell mal ausfallen sollte, ne? Oder wenn es irgendwann mal, was weiß ich, komplett, gedidost wurde oder sowas, ne? Oh, da sind so viele Pornospiele drauf. Ach ja, stimmt, habe ich jetzt mitbekommen. Es gibt ja jetzt Pornospiele, in Anführungszeichen, ja. Ja, ganz toll, ja. Ja, nur mit einer deutschen API kann man nie sehen. Ja, da gehen die auf Nummer sicher. Falls dann wieder die böse USK kommt und sagt, oh, nein, das ist indiziert. Und oh, die sehen zu jung aus in den Spielen, diesen Anime-Dating-Sim-Bums-Spiel da. Nein, mach das weg, das ist das... mach das weg! Oh, böse Steam! Oh, da wieder böse Publicity und so, ne? Naja. Ist ja genauso, wenn irgendwie ein Dead Island-Special gibt, ne? Dann kriegst du dann drauf und denkst so, oh cool, Dead Island, 75%! Und was können wir als Deutsche sehen? Dieses, Third-Person-Cell-Shading-Comic-Ding, was sie da rausgebracht haben. Und die anderen Spiele nicht, weil natürlich indiziert. Das ist doof. Na gut, GOG ist auch nicht perfekt. Da kann man auch kein Wolfenstein oder kein, was weiß ich, Doom. Was war ich? Nee, Doom sind da zwei. Blood, genau, oder sowas kaufen. Ne? Blood 1 und 2 oder solche Geschichten. Oder Postal. Haben die Postal? Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht. Nee, ich war Steam, glaube ich, oder? Ach, egal. Gut, dann machen wir erstmal weiter hier mit André. Und dann rede ich nochmal weiter, was ich eigentlich anfangen wollte mit hier Liste, Wunschliste von GOG und so weiter. Okay. Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Wie Sie wünschen. Sie sind ein formidabler Gegner, Mr. Threepwood. Aber es sieht so aus, als ob unser Katz-und-Maus-Spiel ein Ende hat. Wir haben noch gar nicht angefangen. Es ist ein perfekter Diamant. Einer der größten, die ich je gesehen habe. Ich nehme ihn. Und daher hat er einen sehr hohen Preis. Genug des Verhandelns. Wie viel? Er kostet Sie eine Riesenmenge Geld. Haben Sie so viel? Nein. Wie viel hast du? Tja, lassen Sie mich überlegen. Mein Bargeld und meine Vermögensbeteiligung, wenn ich dies zusammenrechne, sehr wenig. Wie ich es mir dachte. Aber vielleicht können wir ein Geschäft machen. Mein Partner und ich spielen gerne Karten. Poker, um genau zu sein. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Wenn Sie uns besiegen, gewinnen Sie den Diamanten. Hört sich fair an. Ja, fair. Könnten Sie bitte mit diesem Lachen aufhören? Das nervt ungemein. So, Mr. Threepwood, die Frage an Sie ist, haben Sie Lust, bei unserem Kartenspiel mitzumachen? Ja. Wobei wir in dem Fall nicht sehr fair spielen dürfen. Ah ja, kleiner Hinweis, was wir jetzt machen werden. Denn ich glaube, wenn wir hier ganz normal Karten spielen werden, wird Guybrush immer wieder verlieren und verlieren und verlieren und verlieren. Deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen tricksen. Und zwar mit anderen Karten. Nein, nicht Magic-Karten. Hört sich spaßig an. Ich bin dabei, Glatzkopf. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Ich habe kein Geld. Dann können Sie nicht mitspielen. Was wäre, wenn Sie durch eine unglückselige Wendung des Glücks verlieren würden? Wir hätten nichts zu gewinnen. Ah, verdammt. Ich dachte, wir könnten zumindest das, haben wir nicht noch das Spielgeld?
Das geht natürlich nicht, aber wir können es mal gucken, ausprobieren. Einfach mal des Gags wegen. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ach, schade. Ja, genau. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Wir müssen... Ach, soll ich das jetzt schon spoilern? Ach, komm. Vielleicht, das kommt bestimmt wieder in der nächsten Folge. Und da haben die Leute das wahrscheinlich eh nicht, weil... wahrscheinlich, was weiß ich, YouTube-Empfehlungen vielleicht, ne? Klicken hier rein. Oh, was ist das? Interessant. Oh, ein Typ, der wieder der Monkey alle drei spielt und irgendeinen Quatsch drüber labert. Oh, ist ja toll. Nein, wir müssen, wenn wir mit den Karten spielen, müssen wir natürlich ganz heimlich dieses Tarot-Deck, das komplette, wie sagt man, einschmeicheln, reinschmeißeln, unterjubeln, ach, wie auch immer. Damit wir dann hier quasi ein volles Totenkopf hat, wie auch immer. Ja, genau. Also Kartenpaar haben, damit wir dann gewinnen. Ja, meine Fresse. So, tja, dann heißt es dann, ist hier vielleicht noch irgendwas? Ich will jetzt schon wieder auf die Leertaste drücken, weil bei modernen Point-and-Click-Spielen, wie zum Beispiel The Pillars of the Earth oder auch die Säulen der Erde oder du kannst es zwar spielen und erleben, aber am Ende kommt es eh auf dasselbe raus. Ähnlich wie bei Telltale, wobei das Spiel hier von das Deadly Säulen der Erde ist ein bisschen, ich glaube, ein bisschen interaktiver. Da kann man zumindest hier und da ein bisschen was machen oder variieren, wenn man möchte, aber am Ende läuft es eh wieder auf dasselbe aus, wie auch das Buch. Weil müsste sie ja dann der Ken voll hinsetzen und neues Ende schreiben oder sowas. Extra fürs Spiel. Obwohl, sowas hätte eigentlich doch eigentlich einen guten, wie sagt man, Verkaufswert, ne? So nach dem Motto, wow, das erste Spiel von Säulen der Erde. Von, wann war das? Wann kam es raus? Anfang 90er oder so? Oder aus 80er? Nee, ich glaube irgendwie 90er, glaube ich. Von Säulen der Erde. Mit der Möglichkeit eines alternativen Endes, das nicht im Buch ist. Das würde sich doch eigentlich ganz gut verkaufen, nicht wahr? Aber, ja, müsste sich dann hier natürlich der Typ dann hinsetzen. Gut, und was Neues schreiben. Ein Schmuggelhäschen. Ach, so heißen die. Oh, putzig. Er bewacht einen Schatz. Niedlich. Oh, stimmt, gibt es irgendeinen... es würde mich nicht wundern, wenn es irgendeinen Fanshop gibt, der die wie nachgebastelt anbietet. So wie ähnlich wie der echte Harvey aus Harveys neue Augen oder Edna und Harvey generell. Wobei, ich glaube, als ich da mal vor Jahren mal nachgesehen habe, ich glaube, der war auch schon irgendwie 20, 30 oder so. Oder 40 oder, naja, zumindest richtig viel. Das war mir doch ein bisschen heftig. Da war ja die Cthulhu-Handpuppe, die ich hier gekauft habe in den Webshop. War es Webshop? Nee. Das war dieses Sphärentor, glaube ich, ne? Ich habe das verwechselt. Ich habe immer in den anderen Videos immer gesagt, dass das der Cthulhu-Webshop gewesen ist. Aber nein, ich habe bei Sphärentor den anderen da gekauft. Da war es gerade billiger, für irgendwie so 20, 27, also ich glaube noch unter 30, ja genau, so in den Dreh. Also ich glaube, da war auch noch billig, aber ich glaube, die können wir nicht mitnehmen. Das ist sehr teuer, wissen Sie? Bestimmt, ich lasse es dort, wo es ist. Ja, ich habe das selbst gestickt. Kann man die sticken? Sie sind gestapelt wie entzückendes, plüschiges Brennholz. Unheimlich. Oh, Schmuggelhäschen, ich möchte eins. Was könnte dieses niedliche Schmuggelhäschen dazu getrieben haben, Zuflucht auf einem Kronleuchter zu suchen? Vielleicht hat es Angst gehabt vor seiner Lache. Okay, ich glaube, außer Schmuggelhäschen, jede Menge Schmuggelhäschen und... Schatztruhe können wir nicht reingreifen, oder? Das wäre ein bisschen zu blöd. Ansehen, aber nicht berühren. Hab dich. Ah, ich wette, im Englischen hat das wahrscheinlich anders geklungen. Ah, Schmuggelhäschen. Noch mehr Schmuggelhäschen, 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 Schmuggelhäschen. Ein teures Ding. Was ist ein teures Ding? Teures Ding? Interessant. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht echt teuer aus. Was könnte das sein? Kennt ihr das? Ist es ein... Ach, das ist leider ein bisschen zu... Okay, das da sieht irgendwie eher wie ein Geschmacksteil aus. Nein, was könnte das sein? Oh. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben? Ja, schreibt in die Kommentare, liked und teilt. Schreibt mir auf Facebook und guckt meine Instagram-Bilder an und schmiert mir Zucker um den Mund, Honig um den After, damit ihr wegen meinen Bildern und sagt mir, wie toll die sind. Und wenn ihr dann sagt, dass ich scheiße bin oder irgendwie schlechte Kommentare schreibt, dann mache ich gleich ein Video drüber, wie ich mich drüber beschwere. Warum seid ihr so doof, ey? Scheiß Hater. Genau. Okay, aber ich glaube, wir können hier nicht weitermachen, nichts weiter tun. Ich glaube, wir können uns jetzt hier verschusseln. Tödliches Schwert. Sehr scharfes Schwert. Na gut, wir können es ja später noch ansehen. Und besorgen wir ein bisschen Geld. Gehen wir uns ein bisschen Geld kaufen. Aber erstmal wieder einen gefährlichen Akku drunter stürzen. Zum Glück hat bei Guybrush ja Gummiknochen.
Wie gut, dass ich keine Höhenangst habe. Oh, ich fühle mich nicht gut. Moment mal, können wir nicht einfach gehen? Achso, wir runterklettern. Nein. Nein. Okay. Achso, oh, Goldzahn. Oh, ich bin so dumm. Genau, wir hätten es mit einem Goldzahn machen müssen. Macht ja Sinn. Oh Gott, Mann. Guybrush, es hat teilweise echt das... Also es kommt mir teilweise echt vor, als würde Guybrush irgendwie auf der Stelle laufen, so wie der geht. So. Es würde irgendwie so ein bisschen so Moonwalk nach vorne, nur langsam. So nach der Art. Na gut. Ja, yeah. Das muss doch was wert sein. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Was? Aber das ist doch... Das ist ein ziemlich vollgespuckter Goldzahn. Aber es ist doch wertvoll. Gold und so. Können wir ihn platt hauen? Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Das ist jetzt die Frage. Okay, wie kam er jetzt hier weiter? Mit dem Spielgeld können wir jetzt nicht weiterkommen. Das wäre zu einfach. Es würde doch eigentlich logisch sein, ihnen Goldzahn zu geben als Anzahlung. Das ist doch natürlich auch Gold. Und das ist auch was wert. Tja, was könnten wir denn da machen? Käse wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Tödliches Schwert, Schatzfass. Ja gut. Einfach mitnehmen geht natürlich nicht. Aber nicht berühren. Ja. Gacha, sagt er wahrscheinlich im Englischen. Ja, ach ja, und übrigens, nochmal zu Anfang zu kommen. Ja, ich habe Quest for Glory 1 bis 5 auf meine GOG-Liste, Wunschliste gepackt. Nicht unbedingt, weil ich jetzt irgendwie ein Sierra Adventure Quest for Fan bin. Weil die haben ja leider eben dieses bekannte Problem von wegen, oh, du gehst ein Stück weit zur links oder oh, dein Pixel, war es ein Pixel zu weit nach nah oder du hast nicht nach links und rechts geschaut, als du über die Straße gegangen bist. Tot, nochmal geladen. Quick Save, Quick Load, Quick Save, Quick Load, nach dem Motto. Sondern eigentlich eher wegen Quest for Glory 4, Shadows of Darkness. Warum? Weil das der Horrorteil ist der Quest for Glory-Reihe, wo er da in dieses, wie sagt man, hat ja auch der Parappa ein Video drüber gemacht, ein sehr feines, mit Musik und so. Ja, ich pack das mal in die Videobeschreibung, die keiner guckt, die keiner sich ansieht, angeblich. Und genau, das ist ja mehr so der Horrorteil, wo er der Held, wie heißt er eigentlich? Ich weiß jetzt nicht, wo der Held dann in dieser Horrorversion oder Horrorwelt Abschnitt der Quest for Glory Welt landet, die so ein bisschen an diese europäische Folklore ist. Ich glaube, es heißt auch Mordavien oder so, genau. Ja, Transsilvanien, ja, ja. Mit auch einem, wie heißt das, verrückten Wissenschaftler, der gerne ein lebendes Wesen aus, ach, da können wir, glaube ich, raus, genau. Ein Wesen aus Menschenteilen zusammenbauen möchte. Und das Beste an Sierra-Spielen ist ja auch, dass alles, ah, okay. Oh, wie praktisch. Da hätte man den ganzen Weg sparen können, natürlich. Ja, fahren wir mal zurück. Entschuldige. Ja, zurück. Ich will zurück nach Blood Island. Ich auch. Dieser Platz ist mir unheimlich. Ach was. Hast du etwa Angst vor Entenfelsen? Ah, malerisch. Und ich finde, Monkey Island bei Nacht ist irgendwie... Wie sagt man? Hat irgendwie mehr Atmo als am Tag. Ich meine, okay, die Inseln, die auch am Tage spielen, die haben natürlich auch was Schönes, Feines, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich dieses, ich habe ja irgendwie so ein Gruselfimmel. Obwohl, ich habe es ja schon, habe ich das schon öfter erwähnt, dass ich in, ich habe das ja schon öfter erwähnt in Videos, nicht wahr? Dass ich als kleines Kind, was, 6, 7, ja, 6 aufwärts, halt, als der Zeit, als man noch nicht ganz aus dem Kindergarten raus ist, aber schon in der Schule und man so anfangen muss zu lesen. Da habe ich ja, ich habe ja quasi gelernt zu lesen oder angefangen damit mit Gespenstergeschichten-Comics. Kennt ihr die noch? Die man damals für 2 Mark im Kiosk kaufen konnte. Ja, ja, ich habe noch einen ganzen riesigen Stapel bzw. Ordner voll mit den Dingern. Ja, ja, und dann wurden sie irgendwann später immer teurer. Da waren sie 2 Mark 50 und dann kam Euros und dann war Gespenstergeschichten ja weg, weil... zu altmodisch oder nicht gruselig, wie er Kurt Mürrer in einem Video mal gesagt hat. Hä? Warte mal. Okay, wo kriegen wir Geld? Geld. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Obwohl, wir könnten ja zumindest jetzt erstmal das mit den... Genau. Wir können ja jetzt erstmal das mit den Kannibalen lösen. Ne? Käse, oh, nicht gut für laktoseintolerante Vulkane. Das schlägt auf den Erdkern, so nach dem Motto. Und genau, und eine Tofu
Stammesmaske. Glibberig. Wie geht's? Genau, merkt euch dieses Gesicht. Dann in der nächsten Folge. Dann werden wir das Problem lösen, den Tourismus wieder ein bisschen anzukurbeln auf Blood Island. Oh ja, mit drastischen Maßnahmen. Naja, relativ drastisch. Wobei, so ein Vulkan? Laktoseintolerant mit Käse? Was ist dann, was kommt dann da unten bei raus? Na gut, also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ja, mal schauen, wie dann Quest for Glory 4, wenn es dann irgendwann mal ein Angebot ist, wie es denn ist. Denn Sierra-Spiele sind ja das Tolle, dass da auch immer alle Dialoge da vertont sind. Das ist eigentlich schon für die Zeit, wenn man denkt, das ist Anfang 90er, wo jetzt so CD so ein Kommen war, das war schon, ja, das ist schon für heutzutage, wenn man denkt, ich meine, es gibt, ist ja nicht übrig, dass alle Texte eingesprochen werden, ne? Okay, aber vielleicht macht man da auch was zu. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ahoi, hoi.